Mercedes-Benz präsentierte 1936 auf dem Berliner Automobilsalon den neuen Personenkraftwagen 170 V. In vielen Details entsprach dieses Modell der typischen Mercedes-Benz-Charakteristik. Man achtete bewusst darauf, amerikanische Designeinflüsse zu vermeiden, wie sie beispielsweise beim Opel Olympia anklingen. Der 170 V sollte durch und durch Mercedes sein. Ein anspruchsvolles Alltagsautomobil mit guten Fahreigenschaften, viel Platz und einem sparsamen Motor. Die Abkürzung V stand für vorne und steht für den vorne eingebauten Motor. Im gleichen Jahr wurde auch der Mercedes 170H mit dem im Heck eingebauten Motor vorgestellt. Um die Attribute des 170V mit den Annehmlichkeiten und dem Komfort eines Cabriolets zu verbinden, setzte Mercedes verschiedenste offene Varianten auf den stabilen Ovalrohr-X-Rahmen. So auch das Cabriolet A mit seiner sehr schnittigen offenen Karosserie, die in Sindelfingen gebaut wurde. Beim Cabriolet-Bau war ein hoher Anteil an individueller Handarbeit erforderlich. Das Blechkleid ist, wie auch bei den Limousinen, auf einem Holzrahmen aufgebaut. Der Aufbau des Cabriolets war daher fertigungstechnisch noch im hohen Maße Stellmacherarbeit. Dies macht heute auch die Restauration dieser Modelle sehr aufwendig. Gegenüber den Limousinen wurde bei den Cabriolet A-Modellen die Windschutzscheibe um 50 mm nach hinten versetzt und die Kühlermaske stärker geneigt. Die Kotflügel laufen in einem längeren Bogen nach hinten und verleihen damit dem Cabriolet eine schnittige Linie. Unter der Motorhaube arbeitet der gleiche Vierzylinder-Reihenmotor, der in den Limousinen zum Einsatz kommt. Ein 1,7 Liter Motor mit 36 PS bei laufruhigen 3600 Umdrehungen in der Minute. Ein Vierganggetriebe, bei dem der dritte und vierte Gang synchronisiert ist, überträgt die Kraft auf die Hinterachse.